Oh. Was geht hier vor sich? Was ist gerade passiert? Ich fühle mich, als wäre mir ein Stein vom Herzen gefallen. So viele Punkte habe ich doch gar nicht. Ja. Das soll ich dir jetzt glauben? Es ist wirklich so schätzend, dass du zum Reden vorbeigekommen bist, Mininaila. Hallo Schatz, hast du deine Mutter gesehen? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich bei ihr zu entschuldigen. Oh, hallo Mininaila. Wie ich sehe, hast du meine Ellie gefunden. Ich hoffe, ihr beide habt Spaß. Ja klar, wir sind hier fett am Zocken mit, was soll das sein, Xbox? Papa! Ach, jung müsste man sein. Tut mir leid, tut mir leid. Wie dem auch sei, wenn du deine Mutter siehst, sag ihr bitte, dass ich sie suche. Es sind nicht genug, um VIP werden zu können. Noch nicht. Sieht eher aus wie eine Super Nintendo. Und Super Nintendo könnte es auch sein, aber der Controller passt halt nicht. Der sieht halt eher aus wie so ein Xbox-Controller. Ich sollte mich bei Mike entschuldigen. Naira, würdest du nach meiner Mama suchen? Ja, klar. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben, Leute zu helfen. Sag ihr einfach, dass Papa und ich nach ihr suchen. Wahrscheinlich arbeitet sie mal wieder eine Doppelschicht in der Klinik. Miau! Selbst wenn ich die 50.000 für Untitled Goose Game nicht ausgegeben hätte, wäre ich noch nicht bei 200.000. Noch nicht! Gerade ist ja auch schon bei deutlich über 100. Hey, bist du Ellies Mutter? Du brauchst 18 Sterne für das nächste Level, was? Was? Können wir da noch mal drüber reden? Komm, wir reden da noch mal drüber. Du brauchst 18 Sterne für das nächste Level. Du brauchst 18 Sterne! Du, ich brauch 18 Sterne. Keine Ahnung, ob ich den biologischen Anbau als Zusatzarbeit verkrafte. Der alte Zachary hat die Nase voll vom Bauernhofleben. Lass ein paar Bio-Gedanken in seinem Kopf sprießen. Bio, Bio-Äpfel, Bio-Birnen, Bio-Karotten. Da, guck, da ist eine Karotte. Hier sieht ihr alle Spielzeuge in der Archäologie auskennen. Hätte nur anders hinstellen sollen. Au!
Andere Richtung. Nein! Oh. Ups. Hey, dreh dich doch mal um. Dreh dich um! Aua. Hier brauche ich da unten auch noch mal. Bitte. Komm schon! Wer weiß überhaupt, dass die 150.000 jedem Jahr knapp werden könnten, echt? Aua. Klar, jetzt krieg ich dich da nicht mehr raus. Juhu. Stirb. Gut, ich brauche den grünen Knopf da unten nicht. Außer natürlich lässt den Stream 24/7 laufen und ich sammle weiterhin fleißig Flauschpunkte. Ja! Nein. Weil es das stört, weil ich zeige echt viele Punkte gibt. Ja! Alter, 3 Sterne! Easy! Geil! Wurde ja mal Zeit.
hab noch einen Erfolg bekommen. Hey! Na, was geht? Willkommen, wie kann ich helfen? Liegt der medizinischer Notfall vor? Nein. Gelenkschmerzen? Nun ja, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich kann eine Überweisung an einen Spezialisten schreiben. Moment, Ellie hat dich geschickt? Warum? Stimmt etwas nicht? So, ein naseweißes Kind. Warum plaudert sie unsere Familienangelegenheiten aus? Wahrscheinlich hat sie ihr Vater angestachelt wie üblich. Wieso tut sie sowas? Was starrst du mich so an? Chill mal. Der Doktor glaubt, dass alle hinter ihr her sind. Hilf ihr. Mensch, Mikrofilm, lass doch mal die arme Frau in Ruhe. Ich quere das Level und erreiche den Ausgang. Spielen! Was ist das? Aua! Ein böser, böser Pinguin. Nie darf man seinen Spaß haben. Bewegt er sich auch noch? Pinguin! Mist! Nein! Falsche Richtung. Mist. Aua. Guter Pinguin. Braver Pinguin. Mist. Musst du hoch. Juhu. Level 1 von 3. Durchquere das Level und erreiche den Ausgang. Joa, krieg ihn. Oder... Rutsch, kleiner Pinguin, rutsch, andere Richtung. Rutsch. Danke. Hä, was bist du denn? Hei, der schmeißt mit Schwertfischen. Oh geil, die bleiben in der Wand hängen. Aua, nein. Hey, Pinguin! Pinguin, hallo! Oh, die Plattform sind jetzt weg! Voldemein! Pingu, Schleife, Huh, aua! Hä? Das war doch voll an mir vorbei!
Ignoriere mich nicht. Danke. Oh, Vorsicht, Fisch. Ach, da war ein Fisch. Gut zu wissen. Danke, Mikrofon. Oh, Mann. Nein! Blöder Fisch. Hey Pinguin, hey, 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 komm her, komm, komm her. Danke. So, nochmal. Boah, das gibt's nicht. Kann ich den Fisch nicht? Keine Ahnung. Anders Time. Ich kann nur auf der komischen Plattform so schlecht ausweichen. Again. Ja, nein. Oh, Gott sei Dank. Ah, geschafft. Bringe alle Pengaloven im Bereich nach reichlichen Ausgang. Sind das die Pinguine? Und Pengaloven. Ich selbst kann mir gelb aufmachen. Grün. Aber nur ganz kurz. Das, was ich hier hinstelle, dann macht er mir zwischendurch gelb auf. Dann kann ich da durch. Hier kann mich nicht zufällig wieder hochtragen, oder? Der Pingu! Aua! Andere Richtung, bitte. Hopp. Das zählt! Ja, er kann mich hochtragen. Jetzt muss er mich nur loslassen. Oh, wie, ich passe hier nicht durch. Oh doch! Ha! Tschüss! Was? Das muss so. Diese Visite war ein voller Erfolg. Ich glaube, das Level soll anders gemacht werden. Ich war wohl etwas gemein zu dir. Und Ellie. Das tut mir leid. Ich bin frustriert. In letzter Zeit hatte ich es nicht leicht. Mir tut es auch leid, Liebling. Ich habe mich falsch verhalten. Bruce, ich... Wie wäre es heute Abend mit Pizza? Oh ja, ich bin dabei. Pizza klingt gut. Bei Cesaros. Das ist Ellies Lieblingsrestaurant. Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet. Ist nicht gerade um die Ecke, aber klingt wunderbar. Wo ist Ellie eigentlich? Ist sie nicht bei dir? Ich bin mir nicht sicher. Das letzte Mal habe ich sie mit Minina gesehen. Wenn du sie siehst, dann sag ihr doch bitte, dass wir sie suchen. Sie suchen sich ständig gegenseitig und jedes Mal darf ich hinterher rennen. Mann. Kommt mal klar, Leute. Thank you.
Da ist die Goldmünze. So, jetzt kann ich dahin. Tony, hör auf, Märchen zu erzählen. Ich erzähle keine Märchen, das ist die Wahrheit. Mike ist wirklich durch ein komisches Portal gegangen. Nicht du auch noch. Was ist mit diesem Städtchen nur los? Juhu. Mini Naira, ich weiß, dass du mir glaubst. Sag ihnen, dass das die Wahrheit ist. Was denn? Tony behauptet, dass Mike verschwunden ist. Durch eine Art Portal. Wir wissen nicht, warum er sich so eine lächerliche Geschichte ausdenkt. Ihr verhaltet euch lächerlich. Ich bin noch kein Lügner. Ich werde nach meinem Freund suchen. Vielleicht hat ihn das Portal aufgelöst. Und woanders hingebracht. Vielleicht ist er in einem Spielautomaten gelandet. Was? Was? In Nessa zum Beispiel. Das ist logischer als ein Spielautomat. Da sollte ich mit meiner Suche anfangen. In einem Spielautomaten. Wir müssen das Leitungswasser des Städtchens dringend wieder testen lassen. Gut, dass ich kein Leitungswasser trinke. Mike wird aber wirklich vermisst. Oh, da ist Narnia. Oh ja, Narnia, nimm mich mit. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen. Kannst du ihn für mich suchen? Finde ich die eine? Soll ich den nächsten suchen? Finde ich den nächsten? Soll ich die eine suchen? Haben die es bald mal? Zu faul zum Selbstsuchen. Mann. Hier, ich nehme euer Geld mit, dann rufe ich das tolle Portal und gehe. Ciao. Hi. Ich habe mir letztens alle Narnia-Filme auf DVD gekauft. Und auf dem DVD-To-Do-Stapel. Geil. Ich habe alle Bücher. Bücher sind halt auch geil. Da jetzt alles wieder in Ordnung ist, können wir zusammen eine Menge Spaß haben. Achso, ich sollte mit der da reden. Entschuldigung. Bücher habe ich auch. Yay. Mini Naira, weiß Heather noch, wer wir sind? Oh. Hätte sie gern wieder gesehen. Wenigstens wissen wir, dass es ihr gut geht. Und was ist mit Mike? Tja, ne? Er wird vermisst. Portal? Herrje, ach herrje. Warum sollte er ins Dorf zurückkommen, ohne jemandem Bescheid zu geben? Du solltest das Dorf auf den Kopf stellen. Okay, das kann ich. Frag ein bisschen herum und suche auch in den neueren Vierteln. Joey, kannst du Mini Naira begleiten? Klar doch. Yay, Begleitung. Hi, Joey. Erster Halt, das Lavastromviertel. Gehen wir, Mini Naira. Ist auch sinnvoll, da glaube ich nur 4 Bücher verfilmt wurden. Echt 4? Ja, so das mehr oder weniger erste. Das mit dem Drachen? Ich glaube, ich habe nur 2 Filme davon gesehen. Mini Naira hat einen Freund. Ja, Freunde! Hey du, hast du was Neues zu kaufen, verkaufen? Totenkopf! Ich glaube, den hatten wir schon.
Und wenn das Gesicht freundlicher gucken würde, ne? Bingo! Hab Pinguin gekauft. Was ist für ein Stein? Ich will den Stein malen. Lass mich den Stein malen. Stein, Stein, Stein. Bluffer braucht einen besseren Stein. Mach einen besseren Stein. Ja, du kriegst Stein. Was kriegt er für einen Stein? Welche Farbe soll er haben? Grau. Langweilig. Also ich kann alle möglichen Farben, nicht nur das, was da ist, ne? Also ich habe hier ja Regenbogen. Lass mal rübergehüllt, der König von Narnia, ja, Prinz Caspian, ja. Reise auf der Morgenröte und der silberne Kessel. Dann habe ich Prinz Caspian und der silberne Sessel nicht gesehen. Also die Steine eben sind grau mit einer roten Ecke. Schwarz. Yep. Bleibt am Ende nur die Frage, wen du mit dem Stein erschlagen hast, nicht ich. Das war der Cleffy. Damit gar nichts zu tun. Lalalala. Wer hast du denn mit dem Stein erschlagen, Mann? Das geht doch nicht. Hey, ich finde, ich habe das gut hinbekommen. Ciao. Gab es bei dem Feld nicht noch was zu malen? Ja, genau. Hey. Ah, ich habe keine Bonja-Bären mehr. Könntest du ein paar besorgen? Besorgen? Ja, ich kann dir ein paar besorgen. Ich weiß auch gar nicht, wie die aussehen. Ach so. Die sehen bestimmt anders aus. Wir haben bestimmt blaue Blätter.
eine weiße Frucht. Damit die auch schön giftig aussehen. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das gerade mehr lila als alles andere. So. Ups. So. Hab's gleich. Tipp. So, was hab ich gesagt? Eine weiße Frucht, ne? Schwierig. Nee, ist okay. Krieg ich hin. Übrigens immer noch nicht getestet, ob das mit dem Grafik-Tablet geht. Nein! So, die sieht doch richtig gesund aus, die Pflanze, oder? Würde ich direkt essen.